Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der Karte die Maschine AFK leveln könnt. Alles was ihr hierzu braucht, ist eine Razer Maus oder eine Razer Tastatur. Und für all die, die keine Razer Maus oder Razer Tastatur haben, so wie ich gehört habe, geht das auch mit einem Auto-Hotkey. Den könnt ihr euch runterladen und dann diese Makrodatei dann umschreiben. So, fangen wir mal direkt an mit dem Video. Als allererstes müsst ihr unter die Map gehen. Ich werde euch das nochmal oben in die Infokarte verlinken für all die, die nicht wissen, wie es geht, denn ich möchte das Video kurz halten. Darum, falls ihr nicht wisst, wie das geht, guckt einfach oben in der Infokarte und klickt auf das Video. Wenn ihr dann unter der Map seid, Leute, dann stellt euch hierhin, wo ich mich hinstelle. Dann schaut einfach komplett nach oben. Nehmt am besten auch den Feuerring mit, weil der ist im Makro mit einbezogen. Aktiviert den Makro und ihr werdet die Runden einfach so AFK pushen. Dieses Makro wird dann automatisch einmal schießen, euren Feuerring aktivieren und die Rechtsklick-Taste bzw. dieses Einsaugen aktivieren, Leute. Und so könnt ihr einfach AFK über Nacht zum Beispiel eurem Battle Pass bzw. Konto leveln. Ich werde euch den Download-Link für den Makro in die Videobeschreibung packen. Dort könnt ihr das herunterladen. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Makro in eure Razer-Software einfügt. Ihr braucht auf jeden Fall die Razer Synapse-App. Öffnet die App, dann geht als allererstes einmal auf Module und dort müsst ihr euer Makro erstmal runterladen. Ich habe es schon hier runtergeladen, ihr müsst das erst installieren. Danach geht ihr oben auf Makros und ihr könnt hier dann links euren Makro einfügen, den ihr von mir downloadet. So wie ich jetzt, einfach AFK an der Map. So, dann klickt ihr drauf, Leute, und könnt dann rechts hier ein Hotkey hinzufügen. Ich mache das auf meiner Tastatur. Ihr wählt einfach einen Knopf aus, bei mir ist das die Hashtag-Taste, klickt drauf und dann müsst ihr links auf kontinuierliche Wiedergabe einstellen und speichern. Wenn ihr das dann habt, Leute, dann müsst ihr hier unter der Map einfach nur die Hashtag-Taste drücken, beziehungsweise in meinem Fall die Hashtag-Taste. Bei euch kann das jede Taste sein, die ihr als Hotkey einstellt. Und das war's dann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.